Heute beginnen wir mit der Galaxie Strahlenstrand. Wir werden ganz viele Nebenmissionen machen und ein bisschen von der Hauptstory. So strahlend ist es jetzt auch wieder nicht. Aber es sieht schön aus. Ui. Wer ist denn das? Wenn ihr Ärger machen wollt, dann habt ihr schon genug. Haben wir schon genug. Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Helden? Du meinst die Art Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um feindlich Fremden zu helfen? Augis Gebiet wurde erhöht. Gebiete wurden erhöht. Jetzt habt ihr ein paar schützende Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Die Sonne ist im Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Das stimmt. Außerdem... Und ihr nicht erst die im Dorf vorbeischauen? Es schwebt noch große Gefahr, darum wollte ich eigentlich schon längst kümmern. Augis Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Jo. Spark? So nennt ihr diesen kleinen Sternförmigen Teilchen-Tierchen? Die hätten uns allen besser den Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Nun, wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinem Problem klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Legen wir los. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Marvel's Rapid Sparks of Hope. Und hier sind wir auf Strahlenstrand. Es strahlt hier absolut gar nicht, aber unser Ziel ist es jetzt. Oh, die Musik. Oh, grandios. Unser Ziel ist es, zum Leuchtturm zu gelangen und wir haben hier den Robot, irgendetwas an der Zahl, Robot 9,99 plus TX. Täusche mich meine audiovisuellen Empfangsgeräten oder sehe ich hier ein paar anspruchsvollen Kunden mit einem feinen Gespür für gute Qualität? Meine gewöhnlichen Kunden leiden an Wertbildigkeit, wie ich es nenne. An sie gebe ich Rücksendungen oder Restpost hier. Ich kann nicht lesen, lol. Und trotzdem wollen sie jedes Mal einen Preis, den kann ich mal, der billiger ist als alles andere. Und es gibt hier eine eigene Währung und ja, blablabla, man kann jetzt hier mit einer Tasche auch noch Sachen heilen. Hier hat man den Job, hier kann man sehen, es gibt hier eigene Währungen, die Sonnen. Und die haben wir ja noch nicht, die bekommt man durch Nebenmissionen.
Ja, ganz einfach. Und wir haben hier Powblock, die einen Schaden machen, Pilze, die einen heilen, hier noch Cooldown zurücksetzen. Alles interessante Sachen, die wir im Moment noch nicht kaufen wollen, glaube ich zumindest. Und wir beginnen hier. Wollen wir das? Ja, komm. Wir machen All in. Boden der Finsterzeit. Und hier haben wir noch eine schöne Cutscene. Das typische Mamma Mia, auch aus dem ersten Teil natürlich. Darf nicht fehlen. Bogen der Finsterzeit. Besiege alle Gegner. Team verwalten. Okay, wir können uns ein Team verwalten. Ich habe schon, ich spiele privat das Spiel auch ebenfalls noch durch. Und da habe ich schon ein paar Lieblinge herausgefischt. Nämlich Mario Luigi und Mario Rabbit Mario. Eine sehr, sehr tolle Kombination. Hier haben wir noch ein Spark. Aus welchem Grund auch immer. Man kann auch die hochleveln. Genau. Aber dafür haben wir zu wenig Star, Sternenstaub, glaube ich, heißen sie auf Deutsch. Und wir legen direkt los. Bomben kann man dashen und damit auch auf andere Gegner werfen, kann ich hier demonstrieren. Aber zuerst will ich unseren Angriff boosten mit der Turboladung, die 20% unser Angriff verstärkt. Auch was hier neu ist, ist, dass nicht nur der Schaden von den Waffen gepusht wird, sondern auch die Rasereiangriff, was im ersten Teil nicht vorhanden war. Hier kann man stashen und hier kann man ja gut sehen, oh, da hat sie einen Schaden und hier kann man sogar perfekt alle umbringen. Oh, köstlich. Einfach nur köstlich, ne? Und dann haben wir schon 5 von 11 Gegner besiegt. Und jetzt mit einem perfekten Teamstimmung sollte eigentlich das kein Problem sein. Da sollte Luigi echt ziemlich gut voranschreiten können. Komm, wohin kommt er? Okay. Er kann ihn mal wegdashen. Das ist toll. Jetzt ist die Frage. Hat 0%ige Chance. Okay, Mario ist jetzt nun nutzlos geworden. Aber wir machen natürlich die Heldensicht bereit, damit er auch nützlich wird. Luigi sollte kein Problem haben, ihn sogar umzubringen. Zuerst machen wir noch die Helden Eisenblick, auch die so eine Art Heldensicht mit einem sehr, sehr starken Gegenangriff. Es tut mir leid, ich habe aus Versehen die Sequenz übersprungen. Man kann das ganz einfach mit gedrückt halten vom B überspringen. Und den bringen wir einfach um. Und dann ist recht fast schon die Gegner dran. Ja, er kann sich nur noch bewegen, aber wir müssen hier die Runde für den Gegner geben. Und hier haben wir. Oh, hat zumindest einen Gumba umgelegt, aber hätte gehofft, dass er den Knecht eliminiert. Aber leider ist das nicht passiert. Sehr, sehr schade. Und muss ich kurz überlegen, mache ich den hier jetzt einmal? Und kann ich dich. Nee. Kann ich euch. So. Ja, ich kann euch viele Schaden zubereiten und ich glaube, mit einem Teamsprung mit Mario sollte das kein Problem mehr darstellen, hoffe ich. Ja. Die Frage ist, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich bei Mario den Teamsprung verbessert habe oder nicht. Komm jetzt. Und ich muss immer wieder sagen, die Musik hier ist einfach genial. Ich lieb's einfach, wie gut die Musik in diesem Spiel ist. Yes, man kann hier überspringen. Oder? Eigentlich sollte das gehen. Yes. Und da kann man die Raserei easy umbringen. Das haben wir in 2 Zügen geschafft, ohne Schaden. Und das ist perfekt.
und wir haben nicht mal Luigi sein Defense Spark nützen müssen, um hier weiterzukommen. Und jetzt haben wir sogar Stufe 2 erreicht, was toll ist. Denn es ist war eigentlich nur ab Stufe 2 vorgesehen. Und hier haben wir sogar Fähigkeiten Prisma. Ja, stimmt. Wir haben ja gar nichts verbessert. Das ist gar nicht mal möglich. Hier haben Fähigkeitsprismen, die man somit unter den Tab Helden und den Stats verbessern kann. Und so hat hier sehr, sehr tolle und wichtige Sachen hier mit dabei. Zum Beispiel den Gleitboost, das ist super nice. Oder wie ich das richtig geil finde, ist der Sprungschuss, wenn man während man gleitet, kann man den Gegner aus der Luft abschießen und es macht einen höheren Schaden. Das finde ich grandios. Super, dass es Nintendo und Ubisoft so ein nices Gameplay hinzugefügt hat. Und eben, man soll ja fliegen in diesem Spiel, das ist ja das richtige, richtig nices. Und eben, ich glaube, wir machen Gleitboost. Definitiv. Luigi kann gar keinen Gleitboost haben. Ja, bei Luigi warte ich einmal. Sonst warten wir einmal. Sonst ergibt es noch keinen Sinn. Und hey, by the way, ich bin auf dem Weg zu den 350 Abonnenten. Du kannst heute noch ein von denen sein, der unter den 350 Abonnenten abonniert hat. Also abonnierst hier ganz schnell rein und falls ich mal in der Zukunft ganz ein großer Kanal sein werde, kannst du stolz drauf sein, dass du ein der wenigen bist, der Rotmützen. Wo sie ist die letzte? Ja, let's go. Du kannst dir so sagen, ey, ich war ein von den 350. Abonnenten. Ja. Es würde mich freuen. Und das zeigt auch mir, ihr habt Bock auf dieses Projekt. So wie ich. Ich habe natürlich auch sehr richtig Lust auf dieses Projekt. Und hier haben wir noch ein weiteres Nebenquest. Und das machen wir auch noch gerade. Und was unterreste, keine Ahnung. Es tut mir leid. Es ist 22.39 Uhr. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Und ich komme von der Arbeit, habe noch ein großer Rotwein getrunken. Und jetzt geht es richtig ab. Wir haben 8 Gegner. Und hier mit der wir haben einige Gegner vor uns. Die Frage ist, ne, Mario kommt schon eher weiter. Vielleicht habe ich sogar Glück und kann ihm einen großen Schaden verursachen. Na, zumindest etwas, ne? Und ich glaube, mit Mario werde ich fliegen. Will ich den Tod? Nein. Ich werde eher auf den Heldensicht eher dessen. Ja. Ah, der kann dashen, ne? Ja, das ist sehr, sehr blöd, dass ich nicht mehr dashen kann, ne? Aber den können wir jetzt sicherlich beschädigen und den auch noch, ne? Dann machen wir mal die Heldensicht bereit. Hier die coole Animation, das. Oh, das ist köstlich. Ne, und Luigi. Ja, schade. Oh, als ob er überall 0%ige Chance hat zu treffen, ne? Oh, das ist richtig blöd. Überall 0%ige Chance. Nee, Luigi hat absolut keine Chance. Nee. Ah, von hier hat er eine 50%ige Chance. Was wir machen, ist eine tolle Hell-Eisenblick von Luigi. 100%iger Schaden. Und hier auch seine coole Animation. Und jetzt kann ich nur hoffen,
dass Luigi ihn eliminieren kann. Komm, also komm. Bitte. Schade. Ja, da heute ganz gerade schon einmal herum. Und vielleicht hier, Mario hat ein bisschen Glück. Ja, Mario hat tatsächlich ein bisschen Glück. Und die Gegner sind am sich. Oh, nein, schade. Aber hier, yes. Der eine hat er schon mal umgebracht. Natürlich kann man hier mit Y vorspulen oder nicht vorspulen. Ich mach's auch vorspulen. Da gewinnt man ein bisschen Zeit. Und die Musik. Ich lieb's einfach. Grandios. Ich könnte das mit dem ganzen Tag anhören. Denn der Soundtrack hat sich so stark verbessert gegenüber dem ersten Teil. Es ist einfach krank. Einfach nur krank. Oh, ja, ich könnte. Oh. Wichtiger Dash, ne? Ein bisschen Schaden muss sein. Aber Luigi kommt jetzt nicht sehr, sehr weit. Deswegen will ich ihn mal herunter senden. Also Mario, komm mal hierher. Da kann Luigi mal einen weiten Teamsprung machen und hoffentlich einen guten Radius haben, genau. Und ich glaube, wir machen jetzt einen Kraftboost richtig rein da. Ich glaube, eine Protection bei Luigi wäre gar nicht mal so, so dumm. Wir machen Turbeladung. Entschuldigung für das. Und ein Reflektieren. 20% des Schadens bekommt der Gegner zurück, was der Gegner uns anmacht. Sicher, sicher praktisch bei so vielen Gegnern. Und ja. Jetzt muss ich kurz schauen. Luigi, der kann dashen, aber vielleicht die. Ah, hier hätte er eine 100%ige Trefferquote, schau mal. Ja. Na. Kritisch, ne? Ich könnte hier der eine hier mal umbringen. Nein, also ich mache zuerst mit Luigi. Er sollte diesen einen Dude mal ausschalten, hoffentlich. Also komm, Luigi, also. Ganz ehrlich. Was? Ich verstehe, wie der Sniper funktioniert. Umso weiter entfernt man ist, umso mehr Schaden verursacht man. Oh, wow. Grandios, da haben wir den weg. Da kann Mario ohne Problem diesen eliminieren, sonst hat er keine Chance. Wir machen Risiko. Nein! Scheide! Aber geht auf Luigi. Da konnte ich keinen Schaden machen. Ja, Mario muss hier leider ein bisschen Schaden fressen. Hier der. Oh komm, schieß auf Luigi! Yes! Der kommt. Ja! Er hat sich selbst umgebracht mit diesem tollen einen Fing. Nice, okay. Oh ja, der Soundtrack. Boah. Einfach köstlich. Mit der Raserei ist er kein Problem mehr für uns. Dann ist er ebenfalls Geschichte. Hier springen wir mal rüber. Und von hier können wir einerseits ihn umlegen oder auch. Oh, die Frage ist. Sollen wir rüberspringen, ne? Ah, Scheibe. Ah, von hier hätten wir eine 100%ige Chance. Eine 0%ige Chance. Die Frage ist, ob wir irgendwie es hinbekommen. Nein, bekommen wir es leider nicht. Aber Luigi hat noch einen Dash. Vielleicht mit
7%ige Wahrscheinlichkeit ist er tot. Yes! LOL, wir haben die Schlacht gewonnen. Wir mussten nicht mal einmal alle umbringen. Boah, wie geil. Nice, und hier bekommen wir noch ein paar Münzen und so. Boah, es läuft perfekt. So wie ich es haben will, ne? Hier noch ein paar Starbits. Da können wir jetzt unsere beiden Sparks mal hochleveln. Hier haben wir noch eine Erinnerung. Aber das, glaube ich, machen wir an einem anderen Zeitpunkt. Ups, das wollte ich nicht. Obwohl, doch. Da können wir jetzt definitiv die Sparks mal verbessern. Hier mit Starbits, Sternenteilen, können wir unsere Dudes, also unsere Sparks, verbessern. Und da füttern wir einmal direkt und haben hier Level 2. Grandios, macht einen 10%igen mehr Schaden. Ups, und hier mit Luigi rüsten wir ihn auch ebenfalls auf Level 2 auf. Ich kann mich nicht beschweren, ganz ehrlich. Jo, jetzt habe ich so das Gefühl, wir haben jetzt zwei Nebenmissionen gemacht. Wir gehen jetzt langsam richtig rein. Das Dorf war von etwas so Mächtigen bedroht, dass keine Macht in der Galaxie es aufhalten kann. Okay, du meinst Misera, die im ersten Part die ganze gesamte Galaxis bedroht hat. Schaut oben rechts unbedingt die erste Folge an, ganz ehrlich. Hier kommt die Cutscene. Hilfe, Hilfe. Hier haben wir einen Bonbon. Ui. Oh, Rabbit Mario will kämpfen, ne? Oder Bombo hat losgesehen. Wir treten an. Raserei! Und let's go. Dashen wir ihn weg und beginnen den Real Fight. Ja, auf dem Overworld kann man Gegner. Oh, die geile Musik! Yeah! Kann man mit einem Raserei einen Angriff beginnen. Oh. Let's go. Was wir machen, ist ein bisschen Cash auf die Seite legen, um unser Team ein bisschen zu heilen. Wir legen direkt einmal los. Hm, Rabbit Mario wäre hier noch sehr, sehr schlau gewesen. Mit Mario können wir den da vorne wegdashen und dann die anderen beiden eliminieren. Und mal schauen, was wir machen. Okay. Dashen wir den mal. Und die beiden sind jetzt auch einmal Geschichte. Und mit Luigi dasselbe. Dashen. Nehmen. Werfen. Oh, Luigi hat sich selbst getroffen. Oh, wow. Okay. Mario kann jetzt... Können wir das in einer Runde schaffen? Das könnten wir locker in einer Runde schaffen. Yeah. Okay, den einmal und den weg. Okay. Jetzt springt Luigi da einmal hoch. Genau, perfekt. Und mit seiner Sniper ist es kein Problem, haben wir das alles in eine gesamte Runde geschafft. Boah, es geht schlagartig voran, ich kann es einfach nicht anders sagen. Level 3 sogar erhalten. Ich kann mich nicht beschweren. Ein bisschen Cash gibt es auch noch, ein paar Sternmünzen gibt es auch. By the way, Sparks kann man nicht weiter hochlernen im Moment. Gut, dass ihr diesen Bonbon beseitigt habt. Ich dachte schon, er macht kaputt mit der armen Kreatur, die ich gerade gefunden habe. Was hast du denn gefunden? Ich frage noch. Nur die Sonne kann die Tür zum Leuchtturm aufschließen. Wisst ihr? Ohne Sonnenschein kommen wir nicht rein. Normalerweise. Ihr habt aber Glück.
Denn diese kluge kleine Kerlchen kann Licht machen. Seht her, ich zeig's euch. Ui. Ihr seht ihr aus, als ob er flüchten würde. Oh lol, ein riesiges Pizzastück. Okay. Ja, jetzt kommt ein Tempel hervor, ne? Let's go. Das wird wahrscheinlich unser nächstes Hauptziel sein. Hier haben wir Augie. Mr. Krabs, seine Stimme, natürlich. Natürlich. Okay, Fertigkeit Prisma haben wir erhalten. Bevor wir hier gehen von diesem Plateau. Also ist kein Plateau in dieser Stadt. Aktivieren den Checkpoint. Flagge, Strahlenstrand. Das ist ein Teleportationsflagge, natürlich. Und da kann man jederzeit teleportieren. Und da kommen wir nicht rein, weil wir zuerst einmal den Spark haben müssen. Und wir hatten gedacht, wir müssen jetzt natürlich den Spark retten. Und ich weiß, es gibt ein paar Frame Drops. Ich weiß, es kann einerseits bei meiner Capture Card liegen, aber ich weiß auch, dass es bei anderen Personen auch daran liegt, dass es Frame Drops gibt. Also das Spiel hat einige Frame Drops, aber um ganz ehrlich zu sein, es ist nicht so schlimm, solange es im Kampf nicht so schlimm ist. Ihr müsst Strahlenstrand retten. Es war so ein netter Planet, bevor diese fiese Finsterzeit aufgetaucht ist. Warum so ein Franzose jetzt plötzlich? Ich weiß ja auch nicht. Ich bin nicht der beste Synchronsprecher, würde ich jetzt einmal sagen, aber ich gebe mir Mühe. Lolan Riese Teddy. Was ist denn hier? Großvaters Keller steckt voller Geheimnisse. Es gibt dort eine verschlossene Tür. Und eine merkwürdige Tür. Warte, was? Verschlossene Truhe und eine merkwürdige Tür. Okay. Ja, tatsächlich, das sieht aus wie eine Drohne. Und ja, das ist richtig nice. Jetzt muss man nicht immer mit Beepo den A-Knopf spammen, bis man eine Kiste sich bewegt. Jetzt muss man nur einmal A drücken und dann kann man es beliebig drehen. Das wird man dann auch im Tempel besser sehen. Und hier haben wir ein neues Sidequest beendet. Die haben ja gerade eine Sonne bekommen. Haben ja gerade gut gesehen. Und das ist eben die Ingame-Werbung. Und wir gehen hier einmal raus. Dann wir haben hier nichts weiter verloren. Okay. Dann glaube ich, machen wir noch eine weitere Nebenmission, I guess. Eine kleine, hier. Hier sieht man, es glitzert und schimmert. Hier haben wir... Oh, wir müssen von diesem Bomber wegrennen. Ein kleines Rätsel mit diesen Kugeln, wo man hier einsetzen muss, dass man weiterkommt. Hier in die Kanone reingehen. Und dann kommt man sehr gut weiter. Nämlich zu dieser einsamen Insel mit diesem Ei, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber im ersten Part, oben rechts verlinkt natürlich, wird es natürlich erklärt, was exakt ist. Aber man muss dann die Finsterzeit-Augen damit zerstören. Das geht nur mit dieser Teiler. Und mit dem kommt man auch in die Kanone rein. Und dort vorne sieht man schon hier, genau, ist ein Finsterzeitauge. Und mit dem sollte es kein Problem sein. Hier, so weg. Und da kommen wir easy peasy weiter. Und dann bekommen wir eine weitere Nebenmission. Ist noch eine Truhe, genau. Kanonenkugel. Nice. Und ich glaube, zum Abschluss machen wir noch diesen einen Bomberfeind. Let's go. Besiege alle Gegner. By the way, das kann man auch ebenfalls mit B überspringen. Und da sieht man, ah, wir haben hier 4 Gegner. Also legen wir direkt einmal los. Oh.
Ich glaube, wir können mit der Raserei diese ganz einfach eliminieren. Wir drücken natürlich den Boost einmal richtig hart rein. Und dann könnte sie vielleicht mit einem Crit sogar beide eliminieren. Nein, schade. Aber Luigi kann das beenden. Und jetzt mit einem Bogenschott den hier eliminieren. Und Mario mit seinen Waffen hier den eliminieren. Ganz einfach die Bonbons eliminiert. Und ihr bekommt noch ein bisschen EP. Und mir ist gerade aufgefallen, es war sehr dumm, jetzt den umzubringen. Ja. Denn es gibt eine Nebenmission, wo man 3 Bonbons eliminieren muss. Was zum Teufel? Kann man hier etwas anschauen oder so? Oh, die Musik. Das ist, glaube ich, auch im Trailer auch vorgekommen. Diesen Soundtrack hier. Aber ja. Diese Pauschalreise war unglaublich günstig. Jetzt weiß ich sich auch warum. Hier wimmelt es nur von Bonbons. Okay, in diesem Sinne. Von Entspannung kann ich hier keine Rede sein. Kann hier keine Rede sein. Würdet ihr wenigstens 3 von ihnen beseitigen? Ich kann die Erholung nicht gebrauchen. Eben. Machen wir das noch zum Abschluss. Wir greifen hier direkt einmal rein da in den Kampf mit einer Raserei. Wie geht man den Kampf? So. Überspringen wir wieder die Sequenz und legen wir direkt einmal los. Oh. Das sieht so aus, als ob wir es nicht in der ersten Runde schaffen können mit 2 Personen. Im Vorgänger Marcus Rabbit Kingdom Battle war man immer zu dritt unterwegs. Was hier im Moment nicht der Anschein scheint. Anschein scheint. Okay. Ich glaube, es wäre sehr schlau. Yeah. Mario kann leider keinen Heldenblick machen, ne? Dann bringen wir den einmal um. Dann ist Mario schon einmal Geschichte. Wir machen einmal einen Eisenblick. Und springen das einmal. Und jetzt sind wir schlau, ne? Wir jagen den in die Luft. Und jetzt sollte der Gegner sich verpisseln. Nein! Schade, jetzt bekommt Mario Schaden. Schade. Aber jetzt mit dem Dash ist es kein Problem. Ja, Luigi könnte sich ein bisschen weiter bewegt, sich wegbewegt haben und so würde es mir Schaden machen, wäre sogar One-Hit gewesen. Oh, ein Powerblock erhalten, nice. Aber wir schauen mal weiter. Wo gibt es noch Bonbons? Hier vorne gibt es einen. Dashen wir mal rein. Okay, es sind diesmal 5 Gegner. Okay, mit einer Raserei beginnen wir den Kampf. Und hier können wir... Warte, was? Ach, lol. Ich dachte jetzt gerade, hä, wo ist jetzt der Bonbon hingegangen? Aber nein, oh, wir können das sogar in einer Runde schaffen. Gamesprung. Jetzt so. Den dashen. Und das auf die Gegner werfen, logischerweise. Und da sind sie alle tot. Let's go. So einfach kann es gehen. Jetzt bekommen wir leider kein XP mehr. Wie die XP-Regelung hier in diesem Spiel ist, kann ich euch nicht sagen. Aber jetzt ist die Frage, wo sich der letzte Bonbon
stationiert ist. Okay, dann machen wir Trick 17. Wir laden die Iron 9. Wir gehen hier in das Haus rein und gehen wieder raus. Und dann haben wir ein Problem weniger. Also jetzt sollte eigentlich die Bonbons respawned sein. Genau. Und dann machen wir schnell die Mission fertig. Okay. Dass wir heute ja auch jemand anders sehen. Ich weiß, es ist Ende von diesem Part, aber ich will euch gerne noch Rabbit Mario vorstellen. Der ist ein... Wenn ihr ein offensives Team wollt, dann nehmt unbedingt Mario Rabbit. Rabbit Mario ins Team. Boah. Einfach nur grandios. Ja. Ja, die Teamwahl. Oh, Mario Rabbit wäre jetzt hier super. Der könnte jetzt. Er kann durch Wände schlagen. Mega OP. Hier kann man sogar alle drei umbringen. Lol. Hier einfach alle drei. Und 1, 2 und 3. Er macht immer drei Schläge mit seiner Faust. Und sein Ulti ist es Gegenschlag, wenn sich jemand in der Nähe ist, also wenn jemand in der Nähe ist und ihn Schaden macht, schlägt er zurück. Mit, glaube ich, 100% dicker Schaden und da kann es ja hochleveln und dann kommt man je nachdem auch weiter. So, da haben wir auch diese Nebenmission geschafft. Das ist super. Jetzt gehen wir noch schnell zu diesem Dude da vorne. Und mal schauen, was wir alles da kaufen können. Lol. Wir können hier einerseits Erinnerungen kaufen und Rüstungen kaufen hier noch für Sparks Levels. Aber ich will unbedingt diesen Schlüssel da holen für eine weitere Mission. Aber das werden wir in diesem Part nicht mehr schaffen. In diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert bitte gerne diesen Kanal, um keinen weiteren Content mehr zu verpassen. Ich bin auf dem Weg zu den 350 Abonnenten, also sei bitte mit dabei, wie ich hier diesen großen Wachstum erhalte. Und ich freue mich auf mehr. Ihr auch? Man sieht sich. Ciao.